Ihr wisst sicher schon, was uns heute erwartet. Heute bekommen wir eine Antwort auf die Frage: Mädchen oder Junge? Hallo, ich bin Eljenyx und das ist der 49. Part meiner 100 Baby Challenge. Viel Spaß! Den letzten Part haben wir ja mit unserer Rose verbracht und außerdem haben wir herausgefunden, dass unsere Emma wieder schwanger ist. Und zwar tatsächlich von einem wildfremden Mann. Was ihr dazu sagt, weiß ich jetzt aber tatsächlich noch gar nicht, da dieser Part noch nicht online ist. In diesem Part werden wir mit Emma auf jeden Fall zum Ultraschall gehen und außerdem möchte ich die Hochzeit von Daisy und Sydney planen und deshalb schauen wir zu Beginn jetzt gleich mal bei denen vorbei. Und hier sind wir. Oh, er ist tatsächlich schon zum Kleinkind geworden. Also hier haben wir unseren Orin Haru Potter. Oh mein Gott, ist er süß. Er bekommt auf jeden Fall auch noch ein Umstyling, obwohl er eigentlich schon perfekt aussieht. Er ist das süßeste Kind der Welt und genauso habe ich mir das vorgestellt. Wie geht es denn den anderen? Oh, ich war schon so lange nicht mehr hier. Hier haben wir Sydney, natürlich in seinen Sportklamotten. Und Daisy, was macht die? Die trinkt gerade einen Kaffee, ist ja 23 Uhr, ist natürlich vollkommen verständlich und schaut sich dabei den Sportkanal an. Wie könnte es anders sein? Wenn wir jetzt aber schon mal da sind, werde ich für Orin jetzt noch schnell ein Zimmer einrichten, denn der hat momentan leider gar kein Bett. Und los geht's! Und ich bin fertig. Ich wollte am Haus eigentlich so wenig wie möglich ändern, aber ja. Leider musste ich da ein bisschen was umbauen, damit sie auch von hier ins Badezimmer kommen, weil das zweite Badezimmer habe ich eben ins Kinderzimmer umgebaut. Es ist Daisys Kind, deshalb ist alles sehr ordentlich und minimalistisch und es hat natürlich auch schon ein Tablet. Wie sollte es anders sein?
Ja, ich hoffe, dem kleinen Orin gefällt sein neues Zuhause. Der kann dann auch gleich mal schlafen gehen. Es ist immerhin schon fast 12 Uhr. Und unsere Daisy kann jetzt gleich mal die Hochzeit planen. Ich möchte nämlich, dass die Hochzeit morgen stattfindet. Ich weiß, es ist ein wenig unkonventionell, weil es ist ein Donnerstag. Aber das ist mir jetzt egal, das passt so am besten in den Plan. Und zwar morgen wird die Hochzeitszeremonie stattfinden. Das Brautpaar steht schon fest, Trauzeugen, Offizianten und so haben wir jetzt nicht. Aber um ehrlich zu sein, das ist alles immer so unglaublich verbuggt. Ich glaube, ich probiere es einfach mal ohne die ganzen Rollen. Ja, vielleicht funktioniert es dann ja besser. Aktivitäten, natürlich Hochzeitstanz, Trinksprüche, Reden, ehelicher Kuss, Hochzeitsschmaus, Gang hinuntergehen, Torte anschneiden, tanzen, Gelübde ablegen, also alles, was dazugehört. Outfits werden wir für die beiden gleich festlegen. Die Gästekleidung glaube ich tatsächlich, dass ich so lasse, weil ich glaube, wenn man das ändert, dann ziehen die irgendwas an, was ich ihnen nicht gegeben habe und das ist ein bisschen wild. Hochzeitstorte müssen wir uns auch noch eine holen. Wenn du mit der Planung der Hochzeitszeremonie fertig bist, wähle eine gekaufte oder selbst zubereitete Torte und dann als Torte für Hochzeitszeremonie wählen. Wir könnten eigentlich machen, dass Emma oder Ivy eine Torte für die beiden backen und das wird dann die Hochzeitstorte. Ich glaube, das ist sehr, sehr süß. Aber jetzt werden wir mal das Outfit bearbeiten. Und hier sind wir. Oh, ich liebe Daisy. Sie sieht absolut großartig aus. Ich werde das mal als Outfit speichern und bearbeite jetzt aber trotzdem das erste. Wie ihr seht, ich habe mir wieder ein wenig Custom Content ins Spiel geholt. Einfach ein paar Hochzeitskleider. Ich hoffe, da ist was Schönes dabei. Hier von Scented. Oh, da sind ja ein paar schöne. Und ich glaube, wir werden ihr die Haare hochstecken. Ich mache das mal zuerst, dass wir ihr Gesicht besser sehen können. Habe ich denn eine schöne Hochsteckfrisur? Die ist schon mal ganz nett. Gibt es vielleicht noch etwas, das besser passt? Die ist zu leger. Vielleicht hat sie sich auch Locken gemacht. Oh, das wäre auch süß. Oder so. Die finde ich toll. Ja, ich glaube, es wird die. Ich hoffe, es hat sich jetzt nicht überall geändert. Nein, sehr gut. Das passt perfekt. Hat dieses Kleid nicht auch Emma getragen? Irgendwie wäre das süß, wenn wir ihr das gleiche Kleid geben wie Emma. Wobei nein, Daisy ist ja in der Stilbeeinflusserkarriere. Das heißt, sie schaut schon sehr drauf, wie sie aussieht. Und ich glaube, da möchte sie nicht das gleiche Kleid wie ihre Mutter tragen. Das wäre zum Beispiel cool. Wobei vielleicht ein bisschen zu freizügig für unsere Daisy. Sonst nehmen wir aber vielleicht wirklich das. Ich finde das unglaublich schön. Ich weiß jetzt nicht, ob das Emma getragen hat. Oder ob dieses Kleid Emma getragen hat. Ich bin mir jetzt nicht sicher. Aber es gefällt mir am besten von den ganzen. Das wäre sonst auch cool. Aber irgendwie schmeichelt es nicht zu ihrer Figur. Das wäre toll. Oh ja, ich glaube, das ist es. Dann möchte ich ihr Make-up vielleicht noch ein bisschen anpassen. Vielleicht finden wir noch einen auffälligeren Lippenstift. Das ist ein schöner Ton. Wimpern hat sie eh schon die extremsten, die ich finden konnte, glaube ich. Vielleicht noch ein Eyeliner. Und dann möchte ich ihr auch noch Ohrringe geben. Ist das unter Piercings? Ja, okay. Die sind ja toll. Gibt es da auch die passende Kette dazu? Oh, wow. Wobei, die ist schon fast ein bisschen zu prunkvoll und passt jetzt auch nicht so ganz zum Kleid. Ich glaube, das ist kein Kettenkleid. Ach, ich kenne mich so schlecht aus, was so Schmuck und Zeug betrifft. Wobei, das wäre irgendwie ganz nett. Ich bin so schlecht in sowas. Oder das hier? Nee, das passt von der Farbe nicht. Lassen wir es vielleicht einfach mit der Kette, dann kommt auch irgendwie so der Ausschnitt vom Kleid besser zur Geltung. Das ist doch eigentlich ganz toll. Und dann bekommt unsere Daisy dann auch noch die passenden Nägel. Oh, die sind ja cool. Warum habe ich die noch nie gesehen? Aber die sind halt besser. Natürlich, Custom Content ist mal wieder besser. Weiß. Ich glaube, ich habe noch nie jemanden mit weißen Nägeln gesehen. Oder wir machen sie so rosa. Das wäre auch cool. Ja, ich glaube, das passt ganz gut. Oh, sie ist so schön. Unsere Daisy wird einfach heiraten. Ich kann es nicht glauben. Ich bin schon sehr gespannt, was ihr von ihrem Look haltet. Ich hoffe sehr, dass er euch gefällt. Wie schon sehr oft angemerkt, ich habe es wirklich nicht so mit Style und Schmuck und Klamotten. Ich kenne mich da einfach nicht so aus. Also ich hoffe, dass es einigermaßen gut aussieht. Mir gefällt es zumindest. Und ich glaube, Sydney werden wir tatsächlich nicht verändern.
weil es passt einfach, was er trägt. Und wo das Ganze stattfindet, hier, Daisy's Dream Wedding, das ist ja in Tortosa, das habe ich dort platziert. Es sieht wirklich unglaublich schön aus, also ich freue mich schon sehr auf die Hochzeit und ich hoffe natürlich, dass es diesmal ohne Probleme vonstatten geht, aber das weiß man ja leider nie so genau. Vielleicht starten wir erst gegen Mittag, so um 12, dann können die Kinder zumindest noch ein paar Stunden in der Schule sein. Und was ich fast vergessen hätte, wir müssen natürlich Leute einladen, sonst haben wir keine Gäste. Und zwar natürlich wird ihr Sohn eingeladen. Oh mein Gott, wie süß ist er. Den muss ich dann auch noch ganz schnell umstylen. Dann laden wir Lena ein. Das ist ja ihre Halbschwester. Die ist jetzt auch schon ein Kind. Oh, wie schnell die Zeit vergeht. Leo, Violet, Rose, Livia, Jared, Ivy, Emma. Die Familie ist einfach so groß. Dann haben wir hier noch die ganze Familie von Sydney. Oh, das geht sich leider gar nicht aus. Aber Gabriel muss auch unbedingt kommen. Wir laden da jetzt einfach mal das Kind aus. Ich weiß nicht, zu wem das gehört, um Gabriel einzuladen. Tut mir sehr leid, Sydney, von dir konnten leider nicht alle kommen. Aber gut, dann ist die Hochzeit jetzt geplant. Also unsere Arbeit hier ist schon fast getan. Orin, du musst leider wieder aufstehen, denn bevor ich zur anderen Familie gehe, möchte ich dich noch ganz schnell umstylen. Nein, lauf nicht weg, Kind. Full Edit Mode on. Und dann gehen wir in den Create Sim. Und wie immer gibt es auch das im Schnelldurchlauf. Und hier haben wir unseren kleinen Orin. Er ist so unglaublich zuckersüß. Also hier haben wir seine Alltagskleidung, Abendkleidung, Schlafkleidung, Partykleidung, dann noch die Badekleidung, heißes Wetter und kaltes Wetter-Outfits. Ich finde ihn wirklich unglaublich zuckersüß und er hat auch irgendwie einen sehr vornehmen Stil. Also ich finde, er passt einfach perfekt als Kind von Daisy und Sydney. Aber jetzt haben wir ja die Hochzeit erfolgreich geplant und können sie im nächsten Tag feiern. Das heißt, wir werden jetzt dann wieder zurück zu unserer Hauptfamilie schauen. Und wir sind wieder da. Es ist 0.36 Uhr und natürlich ist absolut niemand im Bett. Aber Rose geht gerade schlafen, das passt ja super. Livia ist auch gar nicht müde. Jared ist auch nicht wirklich müde, du gehst aber trotzdem ins Bett. Emma ist am Zeichnen, also macht sie tatsächlich was Nützliches, aber auch du kannst ins Bett gehen. Und unsere Ivy, die will gerade ein Bad nehmen, muss sie aber eigentlich nicht. Oh nein, sie möchte es putzen. Wie süß ist das? Aber da Ivy noch gar nicht müde ist, könnten wir uns eigentlich ein wenig um deren Bestreben kümmern. Dazu werden wir uns jetzt einfach gleich mal mit der Kuh ein wenig anfreunden. Tut mir leid, Socke, aber wir wecken dich jetzt einfach mal auf. Denn wir müssen ja irgendwie eine maximale Beziehung aufbauen. Irgendwie ist das sehr, sehr schwer, weil diese Kuh mag uns einfach nicht. Jared, nerv uns nicht, wir müssen uns jetzt mit Socke anfreunden. Wir werden einmal über Ethik von Sim kämpfen, nachdenken. Okay, dann werden wir Socke mit Liebe erdrücken. Haben wir ein Leckerchen? Nein, leider nicht. Aber dann können wir ja Socke mal enthusiastisch streicheln. Und Witz über Kuh auf dem Eis erzählen. Ist sicher ein guter Witz, klingt zumindest so. Wie gut verstehen sich die beiden denn schon? Ja, die verstehen sich eigentlich gut. Oh wow, nächstes Produkt ist Kürbismilch? Weil wir ihr im letzten Part das Kürbisleckerchen gefüttert haben. Oh, wie cool ist das? Okay, jetzt möchte Socke aber schlafen. Dann werden wir das am nächsten Morgen fortführen. Aber jetzt könnten wir uns noch um den zweiten Punkt kümmern. Also drei Geschenke von Hasen oder Vögeln erhalten. Ich habe keine Ahnung, warum ich diese Benachrichtigung immer bekomme. Aber gut, haben wir hier irgendein Tier?
Sieht nicht so aus. Aber sonst reisen wir mit Ivy jetzt einfach mal wieder zum Nationalpark. Da waren wir jetzt eh schon länger nicht mehr. Und da gibt es ja wirklich immer jede Menge Tiere. Und hier sind wir. Hier irgendwo ist doch ein Vogelschwarm. Oder wir sehen zufällig einen Hasen. Keine Ahnung. Ach, hier ist ein Hasenbau. Versuchen, Hasen herauszulocken. Hier verstecken sich keine Hasen. Oh, hier ist ein Hase. Ivy, schnell. Peter, den kennen wir schon. Okay. Können wir dir ein Geschenk geben? Okay, wir geben ihm mal einmal Honig. Vielleicht mag Peter das ja. Peter würde auf jeden Fall ein Buch mögen. Und ansonsten könnten wir ja versuchen, ihm eine Schokobeere zu geben. Ich habe keine Ahnung, was Peter will. Ich hoffe, er ist mit irgendwas davon zufrieden. Und, wie schaut's aus, Peter? Ja, perfekt, er mag uns. Oh, oh, wie süß. Und jetzt reden wir einmal mit ihm über Gemüse und normalerweise... Oh, du hast vor kurzem bereits ein Geschenk von diesem Tier angenommen. Oh, wir kannten Peter schon. Na, das hatte ich natürlich vergessen. Natürlich habe ich mir das nicht gemerkt. Wie konnte das anders sein? Dann brauchen wir wohl einen anderen Hasen oder andere Vögel. Aber ich sehe halt nichts und es hilft nicht, dass es dunkel ist. Hier. Von den Vögeln haben wir auch erst vor kurzem ein Geschenk angenommen. Also dann muss ich irgendwelche anderen Tiere finden. Aber ich weiß doch nicht mal, ob sich hier andere Tiere herumtreiben. Hier ist noch ein Vogelschwarm. Schlafen die? Ivy muss warten, bis der Schwarm aufwacht. Oh, warum? Warum schlafen die denn jetzt? Ist das nervig? Und sonst, wer bist du? Noch ein Hase! Perfekt, Ivy. Du gehst jetzt zu diesem wilden Hasen und wirst mit ihm über dem Blumenhasen tratschen. Männliches Küken konnte den Hühnerstall nicht finden? Das Huhn wird weglaufen, wenn es keinen Stall findet? Geht es um meinen Hühnerstall? Oder um einen anderen Hühnerstall? Ich habe keine Ahnung. Und Ivy ist beim Hasen angelangt, aber die verstehen sich irgendwie gar nicht so gut. Frag ihn mal nach seiner Futtersuche und dann zeig ihm einen Tanzschritt und streichel ihn enthusiastisch. Immerhin ist Ivy eigentlich gut mit Tieren, das sollte doch kein Problem sein, oder? Ja, jetzt verstehen sie sich schon besser. Bring mal die Geschenkpräferenz in Erfahrung und vielleicht haben wir ja was Passendes dabei. Nein, bleib da! Nein, 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 nein! Ivy, schnell! Lauf dem Hasen nach. Okay, okay, er ist noch da. Alles gut, keine Panik. Was magst du? Insekten? Ich habe keine Insekten. Gezüchtete Insekten. Ja, vielleicht noch was? Versuchen wir es einmal mit Milch. Vielleicht mag dieser Hase ja Milch. Der möchte irgendwie immer weglaufen von uns. Ivy, lauf ihm nach. Okay, hier oben ist er wieder stehen geblieben. Ivy muss jetzt schnell nachlaufen. Wenn die das halt tun. Okay, perfekt. Gib ihm eine Flasche Milch und vielleicht mag er sie. Das ist doch keine Milch. Hä? Oh, perfekt. Er hat's gemocht. Sehr, sehr gut. Und jetzt möchte er uns ein Geschenk geben. Sehr, sehr gut. Geschenk von einem wilden Freund. Ivy hat das Geschenk geöffnet, das sie von dem Hasen erhalten hat. Sie hat Folgendes erhalten. Ein Löwenmäulchen. Das Geschenk befindet sich in ihrem persönlichen Inventar. Dankeschön, lieber Hase. Und jetzt brauchen wir nur noch ein Geschenk. Was ich aber nicht verstehe, wenn wir angeblich ein Geschenk von Peter dem Hasen erhalten haben und von dem Vogelschwarm, warum hatten wir dann nur hier eins von drei? Also gibt irgendwie gar keinen Sinn. Aber okay, dann haben wir das zumindest abgeschlossen. Jetzt bräuchten wir noch einen Vogelschwarm. Seid ihr jetzt schon wach? Perfekt, die sind jetzt schon wach. Dann wird Ivy jetzt einmal mit denen reden, den Schwarm bewundern und denen dann einfach gleich was schenken. Und zwar ein Getränk, einmal Honig. Vielleicht mögen sie das ja. Keine Ahnung, ich weiß nicht, was man Vögeln so schenkt. Aber die scheinen sich schon ganz gut zu verstehen. Ich liebe es einfach, dass Ivy das ganze Hofleben und die Tiere so liebt. Ich finde das so, so süß. Der ist so ein cooler Charakter. Okay, irgendwie hat ihnen das Geschenk anscheinend nicht gefallen. Sie wollen eine Statue? Oh, sie wollen keine Statue. Ach, Geschenk von Wildvogelschwarm annehmen. Jetzt können wir das irgendwie. Wir haben eine Tomatensoße erhalten. Nicht schlecht. Und das haben wir jetzt auch abgeschlossen. Das heißt, wir müssen jetzt nur mehr maximale Beziehung mit unserer Kuh pflegen. Und dann müssen wir den Wettbewerb gewinnen. Da haben wir ja schon den Kürbis. Und der findet normal diesen Samstag statt, oder? Genau, Riesenfeldfruchtmarkt von Finchwick. Also, das sollten wir eigentlich in der Tasche haben.
Dann gehen wir am besten mit Ivy jetzt wieder nach Hause und dann werden wir noch mit Emma zum Ultraschall gehen. Perfekt, dann reisen wir wieder nach Hause. Ich bin schon sehr gespannt, was Emma denkt, was Ivy jetzt die ganze Nacht gemacht hat. Immerhin ist Day einfach abgehauen mitten in der Nacht, um sich mit Tieren zu unterhalten. Ich glaube, da hat Emma sich ein bisschen was anderes vorgestellt. Und hier sind wir wieder. Wo ist denn unsere Emma? Die sitzt am Computer. Warum sind eigentlich immer Versammlungen im Zimmer von Rose? Ich verstehe es nicht. Aber gut, dann gehen wir jetzt zum Ultraschall. Ich verstehe nicht, wieso ich immer vergesse, wie das funktioniert. Das gibt's doch nicht hier. Gynäkologen besuchen. Wir gehen tatsächlich alleine. Ich wüsste nicht, wen wir mitnehmen sollen. Anscheinend hat Raoul einen neuen Job. Raoul, was hast du für einen Job? Okay, wir wissen es nicht. Schade. Aber gut, Emma geht jetzt zum Ultraschall. Ich bin schon so gespannt. Und ich hoffe, es sind nicht 1000 Kinder. Also ich hoffe sehr, es sind keine Vierlinge. Ich hoffe auch, es sind keine Drillinge. Zwillinge? Ja, Zwillinge wären eigentlich in Ordnung. Das wird dann eigentlich ganz gut passen, weil Ivy zieht ja auch bald aus und dann hätten wir wieder 5 Kinder im Haus. Das wäre doch eigentlich ganz süß. Und hier können wir schon wieder was weiterentwickeln. Der Garten läuft einfach so gut. Ivy, du könntest hier dann eigentlich auch gleich mal alles ernten. Einfach alles ernten. Die Pilze sind irgendwie noch nicht reif, aber alles andere. Ich liebe unseren Garten einfach. Irgendwas stinkt da doch. Was stinkt da denn? Hier sind Insekten. Ah, Gebiet mit Insektenspray behandeln. Okay, und Emma ist wieder da. Oh, Emma ist wieder da. Und sie ist glücklich. Ich bin schon so gespannt. Wo hängen denn unsere Ultraschallbilder? Hä? Hä? Wieso sind unsere Ultraschallbilder weg? Waren die nicht da? Ich verstehe nichts mehr. Oh. Wir haben ja auch noch die Grabsteine von Haru und Scarlett im Inventar. Und die Geburtsurkunde von Livia? Ist das die Geburtsurkunde von Livia? Müsste eigentlich sein. Ja, was wir mit den Grabsteinen machen, weiß ich auch noch nicht ganz. Aber wir haben jetzt wieder ein Ultraschallbild. Oh, das sind 2 Babys. Warum habe ich eigentlich so schnell hingeschaut? Egal, es sind 2 Babys. Und was wird es? Ein Junge und ein Mädchen. Oh, ich freue mich. Also, schreibt mir wie immer sehr, sehr gerne Namensvorschläge in die Kommentare. Also, die Namen sollen ja irgendwas mit Natur zu tun haben. Also alles, was Blumen betrifft oder Pflanzen oder Gesteine oder was auch immer euch einfällt. Ihr seid ja immer unglaublich kreativ und ich freue mich schon auf jeden einzelnen Vorschlag. Und an dieser Stelle werde ich den Part dann aber auch beenden. Und nun sind wir schon wieder am Ende meines Videos angelangt. Ich hoffe sehr, dass es euch gefallen hat. Und wie immer freue ich mich über jedes Like, jedes Abo und jeden Kommentar. Und ich hoffe, wir sehen uns in meinem nächsten Video wieder. Bis bald!